Drehbuch teilen, es ist die Zeit, um Doha zu disziplinieren. Die Webseite E-Book Time forderte, um Katar zu disziplinieren und seine terroristischen Praktiken zu kontrollieren und betonte die Notwendigkeit, um das gasreichste Land einzudämmen und seine Praxis bei der Verbreitung von Extremismus und Radikalismus zu berücksichtigen. Unter Berufung auf eine Studie aus dem Jahr 2014, die von einem westlichen Diplomaten durchgeführt wurde, der Katar als quälender Terrorismus im Nahen Osten bezeichnete. Und die Webseite weist in einem veröffentlichten Bericht darauf hin, von der finanziellen Intelligenzeinheit an dem Katar unter dem Druck der Vereinigten Staaten teilgenommen hat. In den letzten 10 Jahren wurde jedoch nur eine Person wegen illegaler Finanzierung verurteilt. Dieses hat einer amerikanischen Diplomaten dazu veranlasst, zu betonen, dass Katar ein unrealistischer Partner bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung bleiben wird, wenn er nicht überwacht und in diesem Weg gedrängt wird. Und im März 2014 gab ein Beamter der Obama-Regierung öffentlich zu, dass Katar den Extremisten und die Terrorgruppen in Syrien unterstützt hatte, bei denen 470 Menschen getötet wurden. Und in dem Bericht wurde kritisiert, dass die Regierung Katars bestrebt ist, um einige Entschaft und strenge Maßnahmen gegen den Terrorismus und seine Finanzierung zu ergreifen, dass Katar zu einem bekannten, doppelseitigen Land gemacht hat. Der Bericht betonte auch die lange Geschichte Katars in einer Bemühung, um die arabischen Länder und den Nahen Osten zu destabilisieren und seine Regierung durch radikale Regierung zu ersetzen. Dieses wurde von Kili Schnidler, ein Experte von radikalen Netzwerken, bestätigte und betonte, dass Katar versucht, um das politische Leben in Ägypten und Libyen zu beeinflussen.